Herzlich willkommen im Kino des DFF. Heute zu einer Komödie und zu Komödien im Allgemeinen darf ich vielleicht gleich vorab sagen, dass unter Schauspielerinnen und Schauspielern bekannt ist und unter Regisseurinnen und Regisseuren sowieso, dass Komödie wirklich die hohe Kunst ist. Es ist das, was leicht scheinen soll für den Zuschauer und den Zuschauer zum Lachen bringen soll und in eine möglichst lockere Stimmung versetzen soll. Aber eine gute Komödie zu machen, sowohl auf der Bühne als auch am Filmset, ist wirklich eine hohe Kunst, ein großes Kunststück, wenn das allen Beteiligten gelingt. Und es gibt so viele wunderbare Komödien, aber es gibt einen Film und diesen habe ich heute für Sie ausgesucht, der heißt Und täglich grüßt das Murmeltier, den ich einfach immer und immer und immer wieder gucken könnte. Ganz ähnlich wie der Titel, es geht um eine Wiederholung. Im Englischen heißt der Film Groundhog Day und die beiden Hauptdarsteller sind der unvergleichliche Bill Murray, der Komödie beherrscht wie kein anderer, und die bezaubernde Andie MacDowell. Und ich weiß gar nicht, ob ich noch so viel dazu sagen muss. Ein nicht gerade sympathischer junger Mann ist gefangen in einer Situation, die sich immer wieder wiederholen wird. Und doch ist es absolut faszinierend zu beobachten, auf welche unterschiedliche Art und Weise die Schauspieler die gleiche Ausgangssituation immer wieder mit neuem Leben füllen. Und ja, es ist einfach ein Klassiker, ein zeitloser Film, ein Film, von dem ich sicher bin, dass man auch noch in ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten seinen Spaß daran haben wird und darüber lachen wird. Und Bill Murray ist deswegen einer meiner absoluten Lieblingskomödianten, weil er das so natürlich und unaufgeregt und grandios macht, diesen Spagat, den man bei der Komödie immer hinkriegen muss, da ist er einfach tatsächlich der Beste. Und deswegen wünsche ich Ihnen heute ganz viel Spaß bei dieser wunderbaren Komödie.